Hallöchen allerseits! Es ist wunderschönes Wetter. Die Sonne lacht, der Tag ist schön. Wir haben 19 Grad. Ja. Und wir sind gerade unterwegs, denn es hat sich spontan ergeben, dass wir heute schon uns mit Freunden treffen. Und wir werden das allererste Picknick in diesem Jahr veranstalten. Vielleicht auch noch angrillen. Mal gucken, je nachdem, wie lange wir durchhalten und wie lange die Kinder durchhalten. Und eventuell... Ja, also ihr seht, es gibt viele tolle Möglichkeiten, die wir haben bei diesem wundervollen Wetter draußen in der Natur und im Garten. Ja, und wir wollen euch auf jeden Fall mitnehmen, und weil sich das wirklich jetzt recht kurzfristig ergeben hat, fangen wir auch jetzt erst an zu vloggen. Es ist inzwischen 15.30 Uhr. Wir sind in 10 Minuten, 5 Minuten da und freuen uns schon auf unsere Freunde wieder, darauf unsere Freunde wiederzusehen. Und die Kinder freuen sich aufeinander. Ja. Und dann werden wir es ganz bestimmt sehr gemütlich haben. Und das sind jetzt übrigens alle Produkte, die wir letztens bei Action eingekauft haben für unser Picknick. Das habe ich nämlich auch vervloggt, und den Action Haul könnt ihr euch dazu gerne auch anschauen. Ich verlinke es euch nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, da haben wir alle Sachen für unser Picknick gefunden und freuen uns, dass sie jetzt schon zum Einsatz kommen. Bringst du mir ein Eis? Ja? Hol mir ein Eis, Junge. Danke. Ja, genießt das auch nicht so. Oh, das ist cool. Angekommen und haben schon ein bisschen was fürs Picknick vorbereitet. Die Kinder haben einfach richtig Spaß. Leute, ihr seht die Sonne, die scheint so schön. Es ist so warm, dass ich mir sogar meinen Pulli jetzt ausgezogen habe und nur noch meinen Top drunter habe. Es ist toll, ich bin barfuß. Ich liebe es einfach, wenn es so schönes Wetter ist. Es ist einfach so schön, und ich hoffe, ihr liebt es auch so sehr wie ich. Das ist doch einfach richtig toll. Man kann draußen viel, also für mein Empfinden, viel besser so Familiensachen machen und sowas. Natürlich ist Winter auch schön, aber ich bin definitiv der Sommer- und Frühling-Typ. Und dafür, dass es erst April ist, ist es wirklich richtig, richtig warm. Also ich würde sagen, hier sind 20 Grad mindestens. Die Sonne scheint halt ganz, ganz doll, und dadurch ist es einfach richtig toll. Und jetzt warten wir noch auf unsere Freunde, die gleich kommen. Picknickdecke liegt auf jeden Fall schon, und ja. Es wird bestimmt ganz toll. Ja, guck mal, jetzt gibt's
so ein Oger. Ich stapel das alles schön in die Kisten rein. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. I hope you make it, 'cause I can't change it anyway. So enjoy your heartbreak. Enjoy your heartbreak, my friend. Jetzt, Amy, los. Da und wir haben so schön gepicknickt und es war so lecker und jetzt sind wir alle satt. Juna spielt mit ihrem Puppenwagen und die Jungs fahren mit den Sandfahrzeugen. Oh, mir ist so heiß. Also es ist wirklich atemberaubendes Wetter. Ja, und wir genießen die Zeit auf jeden Fall ganz doll. Wir wissen noch nicht, ob wir noch in den Wald gehen. Auf jeden Fall haben wir beschlossen, dass wir heute Abend noch grillen. Inzwischen bemüht sich Franz auch schon, den Grill anzuheizen, weil es ist 5:45. Das heißt 17.45 Uhr. So. Und es sieht doch schon aus, als würde es bald anfangen. Ich freue mich so aufs Grillen. Ja! Bitte einen Kampfschrei. Mi, mi, mi. Ja, gut. Inzwischen ist der Grill gefüllt. Wir haben hier Gemüse, Grillgemüse gemacht und natürlich Würstchen und das Brot und das Kräuterbaguette ist auch gerade schon fertig geworden. Jetzt. Achso, da bist du. Ich muss immer hoch. Du musst es einfach ein bisschen nach unten drehen. Ja. Du meinst so? Nein. Wie früher. Unsere ganzen Selfies von früher sehen aber so aus. Ja. Jetzt wird gegrillt. Alles ist fertig. Ja, los. You got me tripping. Ever since I saw you, I went slipping. Didn't even know you. Couldn't even breathe without you.
gewartet. Die Kinder sind noch am Spielen. Und jetzt haben wir den Feuereimer rausgeholt und haben jetzt hier noch ein bisschen Feuer angemacht. Und da werden wir uns bestimmt noch mal kurz mit drumherum setzen. Das war jetzt auch schon schön warm. Es wird jetzt nämlich langsam kühl. Und ja, gegrillt haben wir. Wir sind fertig mit Essen. Und dann machen wir uns langsam wieder auf den Heimweg. Ihr Lieben, es ist inzwischen 20 Uhr. Unsere Freunde haben sich verabschiedet. Wir haben noch eine riesengroße Runde Fußball gespielt. Mit 3 Bällen. Und 2 Kindern, 2 Kleinkindern und 4 Erwachsenen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass das wirklich ziemlich lustig und sehr, sehr laut war. Ja, aber wir haben den Nachmittag so genossen. Man kann immer noch nur im Pulli und ohne Jacke draußen sitzen. Das ist einfach sehr, sehr angenehm. Wir haben inzwischen aufgeräumt und sind jetzt abfahrbereit. Franz räumt mit den Kindern noch kurz ein bisschen was zusammen. Ja. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, genauso gut wie uns der Tag heute gefallen hat. Es war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Wir wollen das in Zukunft jetzt viel öfter wiederholen. Es ist einfach so angenehm, wenn man im Garten die Kinder halt ja, einfach gehen lassen kann und nicht ständig hinterherrennen muss, ob jemand auf die Straße rennt oder sowas. Also das ist schon echt, das ist für mich schon echt Luxus. Und ja, immer wenn ich das erlebe und mitkriege hier so, dann freue ich mich schon so sehr auf die Zeit, wenn wir auch unseren eigenen Garten haben werden. Und ich hoffe einfach, dass es nicht mehr so lange dauert. Ja, also wir hatten einen sehr, sehr schönen, aufregenden, spannenden, warmen Frühlingstag mit erstem Picknick und Angrillen. Auch wenn das Angrillen sehr spontan und, ja, wie heißt das, eher improvisiert war. Es war trotzdem nicht weniger schön und das hat es halt irgendwie jetzt auch besonders gemacht, ja. Also, Juna ruft und ich werde mich jetzt auch losmachen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. Bis dahin, habt alle einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao!